Jetzt zeigt der Alexander Raff mal, was man mit dem Chat so machen kann. Wenn man alles auskratzt, was mit der heutigen Technik so möglich ist. Schubvektorsteuerung, Kreiselstabilisierungssysteme und natürlich auch ein Pilot, der ein bisschen was auf der Birne hat. Und ich denke, da muss man einfach nur zuschauen. Da braucht man auch gar nicht so viel dazu sagen. Ich denke mal, das spricht für sich. Der Graf Mephisto kommt mit einer Spannweite von 2,62 Meter und einer Rumpflänge von 3,10 Meter und ist mit einer der erfolgreichsten Sportjets der Firma Graf. Tiefer! Bis sie wäre noch gegangen. Ja, der Alexander Raff fliegt nicht nur 3D, sondern auch sehr gut klassischen Kunstflug. Und vorher hat er auch erzählt, der Graf Mephisto gefällt ihm persönlich sehr gut, weil er nicht nur 3D, sondern auch die klassischen Figuren sehr, sehr sauber mitmacht. Stichwort 3D. Da kann man einen ordentlichen Applaus geben. Das ist abartige Leistung.
So, an den Start rollt die ganze Warbird-Sparte. Oder ich muss mich korrigieren, nicht die ganze, aber fast die ganze. Wir sehen zwei AT-6 und eine P-47. Die AT-6, das neueste Modell dieser Sparte von der Firma Karf. Und die P-47 Thunderbolt, alle Modelle ausgestattet mit Sternmotoren. Und der Alex Raff kommt zur Landung rein, butterweich, wie wir es gewohnt sind. Herzlichen Applaus. Thank you.